Wir sind bei Corona verarscht worden, wir werden jetzt wieder verarscht. Und man kann ein Volk am besten verarschen, wenn man ihnen Angst einjagt und wenn man möglichst viele Mitläufer und Denunzianten hat. Peter Hane trifft es in diesem Interview bei Fairtalk auf den Punkt, nicht nur wie wir mittlerweile alle auf Krieg gestimmt werden, sondern auch wie uns die Politiker teilweise verarschen oder wie das alles inszeniert wird. Schaut es euch selber an. Sehr deutlich zu sagen, ja. Also dürfen wir gar keinen Russenhass haben. Sowieso nicht angesichts von 27 Millionen russischen Ja, aber da, der Witz war ja, bis vor zwei Jahren war ja jeder Hass gegen Russen oder Antikommunismus das Schlimmste, was sie machen konnten. Also es war ja immer so, also die Russen so und Kommunismus einfach so verurteilen, ist ja ganz furchtbar. Das hat sich ja innerhalb von 5 Minuten umgedreht, wenn sie jetzt nur halbwegs Verständnis haben für die. Und das stimmt natürlich. Wir haben jetzt zum Beispiel hier bei Spiegel hier einen Artikel. Linke Russlandfreunde und rechte Verschwörer. Die friedlichen, in Anführungszeichen, deutschen Putin-Versteher. Man kann noch nicht mal Frieden fordern, was eigentlich das Normalste auf der Welt sein soll, ohne direkt als Putin-Versteher oder sonst irgendwas dargestellt zu werden. Sie wollen Frieden und haben ein Herz für Putin. Diese Art und Weise, wie die auch die Artikel schreiben, Spiegel, ist echt am schlimmsten. Russlands Angriff auf die Ukraine sehen sie als Akt der Notwehr und die wahren Aggressoren sind die USA und die NATO. Spiegel TV über die neue deutsche Friedensfront. Diese Wortschöpfungen dieser Leute sind auch dermaßen unfassbar. Aber Sie haben das völlig richtig gesagt. Die Polen sind ja noch näher dran als wir. Nur so ist das zu erklären. Die haben die Russen erlebt und sind so nah an der Ukraine. Die haben natürlich wirklich Angst. Und hier muss ich sagen, da versteht man es natürlich auch, weil Polen ist ja wirklich der direkte Nachbar von Russland. Und wenn die sich auf den Krieg vorbereiten, ist das mit Sicherheit auch 1000-mal besser organisiert, als wenn wir das hier in Deutschland machen, weil ich vertraue dieser Regierung überhaupt nicht an, dass die sich irgendwie auf ein ernsthaftes Szenario vorbereiten können. Dass da was kommt. Nur, wenn wir das schon mal, ich sag mal, wer ruft eigentlich nach Frieden? Dazu muss man jetzt Folgendes sagen. Es hätte von Anfang an Friedensverhandlungen geben können und man hätte sich einfach damit abfinden können, dass die Russen die Krim weiterverwalten dürfen und vielleicht den Donbass bekommen. Es wären keine Soldaten gestorben in der Anzahl, in der sie jetzt gestorben sind. Und vor allem hätte man eine viel bessere Ausgangsposition für Verhandlungen gehabt als jetzt. Jetzt hat die Ukraine wirklich große Probleme und wenn man jetzt zu Friedensverhandlungen kommt, dann wird man viel größere Abstriche machen müssen, als man das vorher hätte machen sollen. So ist die Ukraine jetzt natürlich in einer viel schlechteren Verhandlungsposition. Also es war doch gang und gäbe in Deutschland, dass man immer gesagt hat, selbst wenn man gesagt hat, wir schicken Bundeswehr damals Jugoslawien und Bosnien und Serbien und was nicht alles. Es war immer, dass gesagt wurde, Diplomatie, Diplomatie und Frieden. Es wäre jetzt x-mal möglich gewesen. Aber nee, statt Diplomatie haben wir eine Außenministerin, die sich hinstellt und dann sagt, wir sind schließlich im Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander und damit quasi Russland den Krieg erklärt. Natürlich muss dann jemand Abstriche machen. Das ist nun mal bei Verhandlungen so. Aber wenn ich vorgebe, das Leben der Menschen ist mir das Wichtigste, deswegen kämpfe ich. Muss mir einer erklären, warum es dann keine Friedensgespräche geben darf? Man hat ja fast den Eindruck, und es ist ja so, die Frage ist immer nur, wer hindert das? Wenn ich jetzt Herrn Biden sah, wie der in Kiew war, da können Sie auch sagen, hätte auch seinen Sohn mitbringen können. Ja, die Welt hat getitelt, Biden in Kiew ist vergleichbar mit Kennedy in Berlin. Und ja, so sind unsere Medien. Biden in Kiew ist vergleichbar mit Kennedy in Berlin. Der Secret Service und das Pentagon sollen versucht haben, Joe Biden von seinem Besuch in Kiew abzuhalten. Denn die Stadt ist unter russischem Beschuss. Doch er unternahm eine Reise, wie sie bislang kein US-Präsident wagte. Hat auch bisher keiner solche dubiosen Verbindungen zur Ukraine wie Biden und seine Familie. Aber das mal beiseite. Es sind Bilder, die in Geschichtsbücher eingehen werden, wie der Anführer der freien Welt mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj tapfer durch die Stadt marschiert. Ja, es ist alles unfassbar eigentlich. Es ist da, also da kann man nicht mal mehr lachen. Ne? Nein, weil verstehen Sie, es ist, ich sehe, dafür bin ich viel zu realistisch, ich sehe dann die deutschen Minister auf dem Balkon in Kiew, wie sie Sekt getrunken haben vor ein paar Monaten. Mhm. Mitten im Krieg. Also das Bild ging ja um die Welt. Ja. Hier sieht man wieder unsere tapferen, fleißigen Politiker, auch Nancy Faeser und Hubertus Heil. Und Faeser sagte dann natürlich auch, dass sie dieses Foto bereut. Die bereut natürlich nicht, dass sie den Sekt da getrunken hat, sondern dass irgendjemand dieses Foto gemacht hat. Ende Juli besuchte die Bundesinnenministerin mit Kollegen die ukrainische Hauptstadt Kiew.
und da ist auch Klitschko dabei. Dass die Gruppe dabei Sekt trank und die Kamera lachte, sorgte für Kritik. Nun erklärte Nancy Faeser die umstrittene Szene. Sie meinte dann dazu, das Foto bereue ich. Es sei sicherlich nicht angemessen gewesen, aber in dem Moment hat sie es ja scheinbar nicht bereut, sonst hätte sie es ja nicht getan. Und das ist halt einfach immer so, okay, wir haben über 30 Milliarden Euro Steuergeld in die Ukraine geschickt und gönnen uns jetzt noch einen Sekt. Verstehen Sie, und was ich immer so interessant finde, das war jetzt bei beiden auch. Es ist komisch, und als Steinmeier da war, als Bundespräsident, immer wenn so Leute kommen, ist Luftalarm. Dann werden die in einen Keller transportiert, Luftschutzkeller, der ist ausgeleuchtet, wie ein Fernsehstudio. Also ironisch kann ich sagen, es fehlt jetzt nur noch die Maskenbildnerin, die schnell noch ein bisschen Puder auflegt. Damit das kennen wir schon aus Syrien von den Weißhelmen. So, aber das ist doch eine Inszenierung, die müsste jedem Journalisten. Und auch hier hat Peter Hane natürlich recht, das war auch bei Steinmeier, das war schon am Anfang des Konfliktes in der Ukraine. Da ist auch Steinmeier in den Luftschutzbunker geflüchtet, das war hier Ende Oktober 2022. Und dann war Baerbock ja vor 2 Wochen in der Ukraine. Und zwar mit Schuhen mit hohen Absätzen in dem Kriegsgebiet. Die läuft da rum, als wäre die auf dem Catwalk in Paris oder so, als wäre sie bei einer Modenschau. Und musste dann auch nach Drohnenalarm die Stadt verlassen. Dasselbe hatten wir auch bei Göring-Eckardt, Raketenbeschuss in Kiew. Wir wurden vom Luftalarm geweckt. Und ich könnte euch jetzt noch 100 weitere Beispiele zeigen, aber es ist auch immer dann, wenn irgendein bekannter Politiker da ist und da war dann jetzt auch mit dem russischen Angriff traf fast griechischen Premier, schrammte die NATO am Bündnisfall vorbei, weil der ja gerade in der Ukraine bei Zelensky war und da gab es ja irgendwie auch einen Einschlag 150 Meter von Zelensky-Konvoi entfernt. Also wenn es der Allgemeinheit nicht auffällt, dann wenigstens den Journalisten. Die müssen sich doch fragen, als Ursula von der Leyen da war. Warte, genau das Gleiche. Es ist, verstehen Sie, da läuft ein Drehbuch ab. Da muss ich mich bei allem Ernst der Sache doch fragen, werden wir jetzt alle verarscht? Also ich bin ja Lutheraner, deswegen habe ich ja die Sprache Luthers, die will ich ja auch retten, indem ich Gender bekämpfe, diesen Irrsinn mit dieser Sprache. Aber mit Luther kann ich nur sagen, wir werden verarscht. Wir sind bei Corona verarscht worden, wir werden jetzt wieder verarscht. Und man kann ein Volk am besten verarschen, wenn man ihnen Angst einjagt und dann sind wir wieder beim Anfang. Wenn man möglichst viele Mitläufer und Denunzianten hat. Und es ist vor allem eine Masche von totalitären Systemen, wie man sich auch vor allem wissenschaftlich damit auseinandersetzt, wie man Leute durch Angst kontrollieren kann und dann einfach das durchsetzen kann, was man gerne haben möchte. Eine Diktatur, von der ja der BBC-Chef spricht, ja nicht Peter Hane und auch nicht Sie. Die Ukraine, es gab super viele Artikel, wie korrupt dieses Land ist und da ist es vielleicht nicht die beste Idee, gerade in dieses Land. Über 200 Milliarden Dollar sind da mittlerweile hingeschickt worden von allen Ländern. Ein Bestechungsskandal nach dem anderen. Der neue Verteidigungsminister der Ukraine verspricht Null Toleranz gegenüber der Korruption. Doch davon ist das Land noch weit entfernt, denn es gibt da eine Sache nach der anderen. Wenn der sagt, wenn es kein kritisches Widerlager durch den Journalismus mehr gibt, dann kann man nicht mehr von Demokratie sprechen. Das heißt, wenn Sie das Volk erstmal so weit haben, dass der eine dem anderen misstraut. Und für mich ist das Paradebeispiel immer das Schicksal von Vera Lengsfeld, der Bürgerrechtlerin. Die hatten wir übrigens auch gerade in der Sendung. So, die ja von ihrem eigenen Mann als Stasi-Mensch verraten worden ist. Das war auf jeden Fall eine gute Analyse von Peter Hane hier. Wenn ihr das gesamte Interview sehen wollt, ich habe es in der Beschreibung verlinkt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da. Ciao.